Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Wir sind immer noch in der gleichen Region, in der wir die letzten paar Folgen schon sind. Da gibt's viel zu tun, viel zu scannen. Die ganze heliumreiche Gasriese. Aber heute haben wir was anderes. Und nein, es ist kein Mond nah am Ring, wie man hier am Ende könnt. Moment, da müssen wir vielleicht was anderes machen. Das ist ein kleiner Mond. Ziemlich kleiner sogar. Moment, hier stimmt was nicht. 169 Kilometer Radius. Da könnte man aber zuerst den Planet hier scannen. So, einfach nur, wenn wir hier sind, können wir das auch machen. Moment, dann kann ich euch gerade mal auf der Karte zeigen, wo wir eigentlich sind. Also was für das System. Komm, das Ring nehmen wir auch noch mit. So. Wir sind, wo sind wir dann? Beim F-Stern hier. Und da sind wir momentan, das ist dieser Planet und das ist der Mond. Metallreiche Welt, 169 Kilometer Radius. Da müssen wir natürlich landen. Das ist ja nicht so groß. Und dann gibt es hier zum Beispiel, nein, okay. Da hier im reiche Gasriese haben wir hier. Der hier ist terraformierbar, den habe ich schon gescannt. Der hier ist terraformierbar und ich Depp hat vergessen, dass ich scanne. Naja, egal, nicht so wild. Ja, hier ist noch ein heliumreicher Gasriese, da könnten wir vielleicht später hin. Theoretisch hat dieser heliumreiche Gasriese ein Riese-Ringsystem, wie man hier sieht. 9 Millionen Kilometer, aber da ist relativ viel Masse drin. Wenn man da mal guckt, 1, 2, 3, 4. 4 Dreierpärchen und der mittlere Ring hat 1, 2, 3, 4, hat schon beim 5. was und wesentlich weniger. Also hier brauchen wir gar nicht hin. Da sehen wir eh nichts, der Ring ist nicht sichtbar. Oh, da ist was. Okay. Die Animation wird verzögert ausgeführt. Okay. Alexandrit, Muskravit, naja, kein richtiger Doppel-Hotspot. Na gut, wollte man ihn nicht. So, aber wir wollen das hier. Ich wollte mal und zwar, wenn es geht, auf der Tagseite. Jolio, was sehen? Ja, ansonsten wisst das wahrscheinlich. Es hat am von mir aus erst gestern, bei mir ist gerade Donnerstag, von mir aus gestern hat ein neuer Stream von Elite Gap dieses Frontier unlocked mit der Neuigkeit. Und da ist die Mandalay ein bisschen vorgestellt worden. Das neue Explorer-Schiff. Genau so, so ist man doch richtig. Ja, ein paar In-Game-Videos gezeigt. Also immer noch in Arbeit, aber man hat schon ein bisschen mehr gesehen. Ja, schönes Schiff wie gehabt. Interessante Fakte gab es natürlich auch. Und zwar, das ist natürlich wieder ein neues, also das neue Schiff ist wieder wie gemacht für den SCO-Antrieb, beziehungsweise SCO ist wie gemacht für das Schiff. Und es wird, zum einen ist es das langsamste Schiff mit dem SCO, also wenn man hier Gas gibt, beschleunigt im Supercruise, wird die Mandalay langsamer sind als die... Was ist es? Typ 8 und das andere, ich habe es schon wieder vergessen. Die Python, MK2 natürlich. Aber dafür wird der Spritverbrauch besser sein. Wie Hansen natürlich nicht gesagt, der wird besser sein. Und er ist dann auch ruhiger. Dafür ist er halt nicht so schnell. Das ist so Kompromiss für Explorer und das hört sich relativ sinnvoll an, finde ich. Ansonsten medium-sized Ship, das wissen wir schon. Also es wird scheinbar die Anaconda schlagen, was um, wenn es um Reichweite geht, wenn man sie halt voll auf Reichweite pimpt. Dabei wird sie aber angeblich so wendig wie eine Diamondback Explorer, was auch auf die Seor-Ebene zutrifft, also das hier quasi. Da soll es auch relativ flott unterwegs sein. Dann, was war noch? Ach genau, die Ausstattung
Intern hat sie quasi alles auf 5, außer Lebenserhaltung ist 4. Bedeutet, dass es ungefähr Asp Explorer. Hat halt ein größeres größere Energieverteiler oder größeres Kraftwerk, keine Ahnung. Also Enz ist a little bit größer, furchtbar. Ist ein bisschen größer als bei der Asp Explorer. An den optionalen Plätzen, die sind sehr interessant. Das ist ein 6er, ein 5er, diverse 4er und nur ohne halt immer, glaube ich, noch einer oder so. Mehrere einer sogar. Sprich, in das Schiff kann man ohne Probleme 6er Fuel Scoop inbauen. Das ist dann, glaube ich, auch die Asp Explorer, oder? Das, wenn ich das richtig verstanden habe, müsst ihr auch 6er Fuel Scoop haben. Also auftanken geht relativ fix und gut. Die Oberfläche ist nicht so, wie ich mir das erhofft hätte. Das ist ein bisschen blöd. Genau, und also man kann 6er Fuel Scoop bauen und hat dann noch Platz für 5er Guardian FSD. Das ist eigentlich so das Mindeste, was man hätte erwarten können, würde ich mal sagen. Also das hätte eigentlich für Explorer-Schiff ist das ja quasi ein Muss. Und man kann, also dadurch, dass er auch mehrere Viererplätze hat, kann man sich das Ding mit SAVs vollpacken, wenn man lustig ist. Fighter passe keine rein, mit der Begründung, das Schiff ist wendig genug. Na guck mal, hier sieht schon besser aus. Ja, also vom reinen Hören muss ich sagen, ja, das macht einen guten Eindruck. Das muss auch relativ gut landen können, weil es kleiner Fußabdruck hat, so wie sie es beschrieben haben. Ja, also ich glaube, da kommt was Schönes für uns Explorer zu. Wobei, haben wir noch ein Explorer-Schiff? Ich meine, die Python MK2 ist schon ein Explorer-Schiff. Also, oh, problematische Temperaturen. Interessant. Also viel, viel Neues zum Spiele für Explorer. Ja, wird auf jeden Fall total interessant. Ich freue mich drauf. Frachtgreifer will man natürlich nicht, furchtbar. Licht brauchen wir nicht. So. Ja. Sollen wir einfach mal gucken, ob wir hier was aufsammeln können? Ich würde sagen, ja. Wir fahren einfach mal die Richtung. Das heißt, Feuer. Zack. Ja, das müsste eigentlich passen. Düsen wir hier gerade ein bisschen rum. Das können wir gerade tun. Ja, schöne neue Infos finde ich. Ach genau, Datum gibt es natürlich auch. 22. Oktober zusammen mit Powerplay 2.0. Das könnte auch interessant werden. Und ja, ich vermute allerdings, dass das Schiff natürlich wie gehabt in Early Access kommt gegen ARX. Und ja, dann die übliche, was sind es, 3 Monate oder so. Ja, das wird zwar jetzt nicht definitiv so gesagt, aber ich glaube, da können wir alle davon ausgehen, weil das haben sie bei zu anderen neue Schiffe gemacht, wie sie soll, dass es bei der Mandalay jetzt anders handhaben. Macht keinen Sinn. Ja, sprich, für uns heißt das, ja, warte. Weil, ja, auch wenn sie Explorer, oh, Metallschirm Meteorit. Auch wenn es ein Explorer-Schiff ist, glaube ich nicht, dass ich hier arg davor löhne. Naja, wie war das beim James Bond? Sag niemals nie. Nee, glaub ich jetzt nicht. Cadmium. Oh, Cadmium brauchen wir sogar. Hölle, Hölle, Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Wir haben. Moment. Hallo, wo? Da. Noch 2 andere Meteorite. Da sammeln wir es ein bisschen auf. Also ja, bleibt interessant. Es wird natürlich bestimmt ziemlich viele Leute geben, die sich die Mandalay direkt kaufen gegen ARX. Ja, mein Gott, wieso auch nicht? Quecksilber haben wir genug. Und metallischer Meteorit, hier mal viel, aber ich gerne das Cadmium aufsammeln. Da. Ja, da muss man jetzt immer ein bisschen gucken. Oh, 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 oh.
Ja. Jungs von Frontier, das könnten wir gerne mal fixen. Das ist so nervig. Quecksilber brauchen wir nicht. Können wir leider losen. Metallische Meteorit können wir nicht. Was bist du? Bring mal elegant drüber. Dass man so nochmal 3 Kilometer hoch katapultiert wäre. Eisen, ja. Ja, nimm mal mit. Komm. Auf jeden Fall spannende Zeit irgendwie. Das mit den 3 Schiffen im Jahr ist irgendwie sehr cool. Das freut uns doch alle. Ja, ich bin auch mal so wirklich gespannt auf mehr. Oh, Nickel haben wir sogar noch komplett. Auf mehr Infos bezüglich. Oh, Quecksilber gibt es hier, wenn er brauche. Hier gibt es genug. Cadmium. Ich bin sehr gespannt auf die Neuerungen vom Powerplay, also rein Interesse halber, weil mache du mal eh nicht, aber das ist interessiert latent, sage ich mal. Technetium brauchen wir auch nicht, okay. Nickel, wie war das? Nickel? Nein, was habe ich jetzt gemacht? Nix. Wechselbar Technetium? Nö. Okay, aber dann ein anderer metallischer Meteorit. Ja, also so, wird auch sehr spannend. Ich bin gespannt, was sie sich da ausgedacht haben. Upsa. Ja, Cadmium, ach, sehr gut. Das bietet sich hier richtig an. Chrom. Rolling on Chrome. Cadmium und Chrom ingesammelt. Wunderbar. Oh, Selen, what the frick? Cadmium. Zink, nee, das brauchen wir nicht. Okay, aber wunderbar, wunderbar. Sogar einmal Selenium. Oder was? Selenium. Ja, ich würde sagen, da gucken wir doch mal, ob wir noch ein bisschen was finden hier. Wenn wir schon mal hier sind. Wieso eigentlich nicht? Moment, was war das dabei? Nee, ist wieder weg. Ach, das war die Materialien, das war das Quecksilber, glaube ich. Von dem anderen Meteorit. Ja, ich würde sagen, wenn das Raumschiff abhaut, dann ist es halt so. Gerne mit. Aber das Gute ist nur, da wir halt ein bisschen Material jetzt gebraucht haben in der Bubble, können wir hier sehr schon mal. Hier ist sogar noch mal. Das ist aber nice. Das geändert wurde. Oh, ist hier jetzt gerade das Schiff abgehauen? Ja. Ja, wie gesagt, egal. Material Chrom. Chrom. Habe ich das nicht markiert? Brauchen wir nicht. Dann lieber dorthin.
Quecksilber. Oh, Selin. Yay. Eisen holen wir auch. So, und Selin auch abgestaubt. Wunderbar. Oh, sehen wir hier noch was in der Nähe? Ja, warte mal, warte mal. Da könnte man. Ja, das ist, wo wir herkommen, aber da ist immer was auf dem Radar. Da fahren wir mal hin. Ja, eigentlich wollte ich die SAV-Tour hier beim Planet machen, wo man ein bisschen besser fahren kann, aber da ist es noch okay. Man kann ja auch relativ gut springen. Und ja, komm. Sammeln wir noch ein bisschen was auf, würde ich sagen. Haben wir zuletzt so viel Gasriese gescannt, das ist doch mal eine kleine Abwechslung. So. Ach so, hat sich da jetzt irgendwie die Menge erhöht, die man kriegt? Nö, oder? Selin, ja, es war selten, aber ab und zu hat man es immer mal gefunden. Mal so 3er-Päckchen an metallische Meteorite war auch wie vorher, das gab es auch. Insofern ist hier scheinbar ist mehr oder weniger beim Alten geblieben. Nickel, Zink, sind was Interessantes dabei. Chrom. So, gut, da war nur eins dabei. Nicht schlimm. Das wäre uninteressant. Eisen, Chrom, Eisen, wie schaut es da aus? Ja, nehmen wir mit. Nickel brauchen wir nicht. Und da müssen wir mal kurz drehen. Eisen, ja. Nickel, Chrom, ja. So, wunderbar. Dann haben wir hier auch direkt die nächste Signalquelle in der Nähe. Wunderbar. Fahren wir hin, beziehungsweise fliegen wir halber hin. Ui!
Oh, Moment. Das war... Taste. Technetium, also... Das ist ja sehr schön, dass ihr uns hier mit Technetium zuschmeiße, aber... Das brauche man nicht. Selen nehmen wir aber gerne. Oh, das ist Prinzip-Kontrit. War nur ein Meteorit. Naja. Nickel, Eisen, ja, Eisen können wir mitnehmen. Was haben wir hier noch? Noch zwei mehr Eisen und noch mehr so Dingens. Ja, Eisen, okay, Nickel brauchen wir wieder nicht. Was ist das andere? Nickel, okay, da brauchen wir nur das Eisen. Ja, perfekt, würde ich sagen. So, haben wir doch einiges aufgesammelt. Ja, ich würde sagen, das reicht für die erste Tour. Dann können wir nochmal unsere Raumschiff rufen, dass wir uns noch N2 Systeme angucken, würde ich da mal sagen. Ah, und wir müssen noch was anderes machen, natürlich. Die Erstbetretung. Ja, mal gucken, wie warm sie ist, ob wir hier Eier braten können. Wahrscheinlich. Wieso ist unser Kopf so schräg? Hilfe! Das ist hier eine Steigung, keine Ahnung. Oh ja, guck mal hier, wie unser Anzug Energie abnimmt. Ui. Oh, fast 1500 Kelvin. Ja, da gehen wir lieber wieder in den klimatisierten Innenraum. Das ist wahrscheinlich gesünder. Auf Dauer. Ja, hallo? Noch weiter weg ging's, nicht? Hier ist doch genug Platz. Alter, willst du mich verarschen? Also, ich glaube, wir müssen nochmal den Bordcomputer durch die C64 ersetzen. Da gibt's so Sperrenz ja nicht. Furchtbar, was hat denn sich da wieder dabei gedenkt? Wahrscheinlich gar nichts. Wie immer. Da warten wir jetzt halt, bis er komplett aufgesetzt ist und du bist schon die erste Pflanze am Hochwuchere. Damit wir auch ganz sicher wissen, er ist gelandet. Oh, Bild haben wir noch gar nicht. Alter, bist du krank? Wo landest denn du? Jetzt gucken wir euch das mal an, wo der gelandet ist. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. Hier ist es schön, hierhin eine schöne freie Fläche, hier schöne freie Fläche. Und wo landest du? Ich glaube, wir müssen so eine Bordcomputer echt mal austauschen, Kolonia. Im Bauschneider CPC, und das ist ein schnellerer Prozessor drin als wie im C64, der wenigstens 4 MHz anstatt 0,9. Ja.
Unser Anaconda läuft ja auch, da ziehen wir 60 drin und das funktioniert gut. Und mal zwangsweise inbauen musste, als er an dem Ende Planet im Automodus an der Bech geflohen ist. Wollte uns zwar nicht mehr drin haben scheinbar, aber hat doch noch geklappt. So. Gut, und dann müssen wir wohl auf die Karte. Achso, wir wollen hier noch einen Gasriese scannen. Das ist ja ganz runtergefallen bisher. Dann nehmen wir einen Böschte drinnen, denn der hat keinen Ring. Ja, das ist. Ja. Ja, ja, das ist schon okay. Ach so, wie machen wir das jetzt am besten? Ich würde sagen, da entfernen wir uns eher vom Planeten, weil der SCU hatte eine Abkühlphase. Das sollte jetzt nicht so lange dauern, bis wir hier wechseln. Lichtsekunden. Ja, nee, egal. Das ist okay, denke ich. Auf einem dann können wir einfacher scannen, als wenn er so einen Ring hat und damit er auf zwei Seiten müsse. Da komm, passt doch. Da. Perfekt, würde ich sagen. Ja, fast. Der hat einige Monde, so wie es ausschaut. Ja, ja, nicht schlecht, aber keine mit Atmosphäre. Mond ein bisschen weiter weg. Und da sind wir schon. Sehr schön. Da haben wir auch schon größere. Soll mal rechts sein. Gut, schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ach, richtig schön die Mitte drauf hier. Wunderbar.
Wunderbar. So, das haben wir auch. Gut, dann wären wir in dem System hier fertig. Wie gesagt, die andere heliumreiche Gasriese lassen wir mal für andere Explorer-Missionen dazu. So, noch zwei Bookmarks. Ja, zumindest das, was ich so markiert habe, weil wir sind noch nicht ganz durch. Da fehlt noch ein bisschen was. Ja, das System gucken wir uns auf jeden Fall noch an. Dann schnappe ich mir auch noch das andere natürlich und dann muss ich halt gucken, dass ich noch das mit Bookmarks was sehen, was noch über ist in dem Bereich. Ja, das hoffe ich nicht mehr allzu furchtbar viel, dass wir dann demnächst nochmal weiterfliegen können. Oh, hier mal keine Gasriese. Interessant. Nummer 4 ist terraformierbar. Was haben wir dann hier? Nope. So, dann das bist du. Genau, könnte terraformiert werden. Machen wir doch. 1900. Kein Problem. Ja, so ein bisschen Geld nebenbei ist dann auch nicht verkehrt. Mond können wir meinetwegen auch noch mit 5 Lichtsekunden. Okay. Ja, hätten wir es können ein bisschen mehr. Aber jetzt haben wir schon ein bisschen Fahrt aufgenommen, wenigstens. Das passt. Okay, wir haben der andere Scan ist durch. Sehr schön. Falsche Karte. Da würde ich sagen, komm, da springen wir halt noch hin. Was soll der Geiz? Dann
Dann haben wir auch sehr schon die gesetzte Bookmarks abgearbeitet, aber keine Angst, geht da noch weiter. Ja, mir fließt dort auch hin, gucken uns an, was im System drin ist und dann war es das, denke ich, für die Folge. Sehen, das hält sich noch im Rahmen. Das ist gut. Und da haben wir auch wieder zum Lebensende. Okay, die haben Raketen. Doch, die haben Monde. Hm, ein paar. Okay, jeweils einer. Wunderbar. Ein heliumreicher Riese. Wunderbar. Zumindest einer. Passt doch. Hat auch ein, zwei Monde. So, das hier ist, nein, kein naher Orbit, das ist was anderes. Der, okay. Naja, gut. Ja, das Ding werde ich jetzt noch scannen. Und dann geht's weiter, weil da muss ich auch hier auf der Karte ein bisschen was markieren. Kriegen wir aber hin und dann. Ja. Oh nee! Moment. Moment. Ach. Moment. Hä? Ach, das ist das vom Ossi. Stimmt, wieso habe ich denn jetzt die Route dahin hingeplant? Keine Ahnung. Ach, das war die ursprüngliche Route, gell? Mir wollte ja dann da runter, stimmt. Ach, das hätte ich fast schon wieder vergessen. Naja gut, jetzt ist es wieder so im Gedankengang drin. Passt. Insofern, wir sind durch für heute. Ich sag danke fürs Zugucken. Habt noch ein schönes, wann kommt die Folge raus? Keine Ahnung, habt ein schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Mal dann. Bye, bye.